Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heile deinen Körper und deine Seele. Der Podcast, der dir dabei hilft, den Kampf mit deinem Körper zu beenden. Mein Name ist Jackie Freitag und nachdem ich selber 13 Jahre mit diesem Thema gekämpft habe, freue ich mich heute so sehr, dieses Thema mit dir teilen zu dürfen. Und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Ja, ich freue mich erstmal sehr, dass du hier bist und ich freue mich auch super über meine heutige Podcast-Partnerin. Ich habe heute nämlich die Maike bei mir und auch Maike ist ehemalige Soulfood-Teilnehmerin und wird heute von ihrem Weg berichten und sie sagt selber von sich, dass vor Soulfood sich eigentlich alle ihre Gedanken nur um Kalorien zählen, um Kalorien verbrennen gedreht haben, dass sie eigentlich ihr Lächeln verloren hatte und ja, dass mit Soulfood auch wirklich die Freude am Leben wieder zurückgekommen ist. Und ja, sie hat so, so wunderschöne Perspektiven und Gedankengänge nochmal, die sie teilen wird. Und deswegen freue ich mich tierisch auf das heutige Interview und möchte an dieser Stelle auch schon mal sagen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir sind auch momentan in der aktuellen Soulfood-Bewerbungsphase. Das heißt, jetzt nächste Woche, am 24.01. starten wir wieder eine neue Soulfood-Runde. Und wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dich super, super gerne jetzt noch bewerben. Wir haben noch einige Plätze offen und frei und du hast noch die Möglichkeit, dabei zu sein in dieser Runde. Und ja, ich und mein Team begleiten dich auf deiner inneren Reise und deinem Weg zurück zu dir selbst. Und ja, alle Infos bekommst du dann sowieso nochmal, wenn du dich bewirbst, dann kommen wir auf dich zu und wir führen nochmal ein ganz ausführliches Gespräch miteinander, damit du für dich herausfinden kannst, ist Soulfood wirklich das Richtige für mich. Alles natürlich unverbindlich, kostenlos und genau, den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Und jetzt will ich gar nicht weiter hier herumplappern. Ich hole nämlich jetzt die Maike mit dazu und übergebe direkt auch mal das Wort an Maike. Ja, hallo Jackie. Ich freue mich erstmal total hier zu sein und auch mal was zurückgeben zu können. Ich habe so viel bekommen die letzten Monate. Das war ein großer Wunsch, auch mal was zurückzugeben. Und deshalb vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Maike, 25 Jahre und habe ungefähr seit, ja, ich denke mal fast 9 Jahre habe ich eine Essstörung oder hatte. Es hat angefangen mit einer Magersucht, es ging dann über in kombiniert mit Sportsucht und dann hat sich das irgendwann ins andere Extrem verlagert, in die, ja, ins Binge-Eating. Genau, und ich weiß gar nicht, wo ich starten soll, meine Geschichte ist eigentlich schon länger. Es hat ja so richtig angefangen mit der Magersucht damals, als ich einen Schicksalsschlag in der Familie hatte. Ich von einem Tag auf den anderen habe ich so meine Mama verloren. Das war so mein Fundament bis dahin in meinem Leben. Und von da an habe ich nur noch irgendwie funktioniert und wollte auch irgendwie nur funktionieren und meine Gefühle gar nicht mehr wahrnehmen. War in so einer Art Ohnmachtssituation auch. Genau, und dann hat sich das eben in der Magersucht dann irgendwann nach und nach geäußert und es wurde dann auch immer schlimmer. Und bis es dann letztendlich auch so weit ging, dass es auch mit der Sportsucht dann losging und ich meinen Körper so gequält habe, dass ich wirklich auch Herzaussetzer hatte oder auch einfach Kreislaufprobleme. Ich hatte keine Energie mehr. Ich hatte keine Energie mehr, allein zu lachen oder zu lächeln. Ich war nur noch so gefangen in diesen Gedanken und in diesen Zwängen, die ich mir auferlegt habe. Und habe mein Leben bestand eigentlich nur noch aus Kalorien tracken, alles abbiegen, genau durchrechnen, was darf ich jetzt essen, was darf ich nicht essen, wie viel Sport muss ich jetzt machen, um irgendwie was auszugleichen. Und so, das war wirklich der komplette Lebensinhalt, den ich hatte. Und das hat mir wirklich mein Lächeln genommen, weil eigentlich bin ich ein sehr lebensfroher Mensch bis dahin gewesen. Aber seitdem, natürlich konnte ich noch lächeln, aber das war kein authentisches Lächeln mehr. Das war einfach nicht mehr möglich. Und ja, dann
habe ich aber auch herausgefunden, dass es eigentlich ja gar nicht, also dieses Fundament, was ich vorher hatte, war ja auch kein wirklich stabiles, weil es war auf anderen Sachen, also ich hatte kein eigenes festes Fundament, sondern war eher von anderen abhängig. Ja, und ich war einfach super unglücklich in der Zeit. Ich hatte vorher schon sehr wenig Selbstbewusstsein und habe meinen Wert bis dahin immer an guten Leistungen in der Schule festgemacht. Aber dann, nachdem diese Situation kam, ich mal meine Mama verloren hatte, hat sich das dann eben das Extrem. Die Schule war vorbei. Ich konnte also meine Leistung so in dem Fach oder mit Schulnoten nicht mehr bestätigen. Also habe ich angefangen dann mit der Magersucht oder mit diesem Leistungsdenken, der perfekte Körper, super sportlich sein und so weiter. Und ja, ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen, weil das ist eigentlich keine Geschichte, die man so ein paar Worten erzählt, weil es waren ja echt ziemlich lange Zeit. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Es ging dann weiter. Ich war dann irgendwann in der Klinik stationär und habe dann auch Gewicht zugenommen und dachte dann, okay, ich habe jetzt zugenommen, ich habe jetzt ansatzweise Normalgewicht, alles ist in Ordnung, ich bin scheinbar geheilt. Und war dann auch eigentlich positiv, dass jetzt alles wieder gut ist, aber es war natürlich gar nichts geheilt, weil das Gewicht sagt halt gar nichts darüber aus, was in mir so vorging, und diese eigentliche Ursache habe ich gar nicht bekämpft, oder nicht bekämpft, das ist das falsche Wort, aber ich bin gar nicht an die Ursache gegangen, ich habe nur dieses Symptom irgendwie versucht zu vertuschen, dieses, dass ich so stark abgemagert war, und deshalb, ich dachte, es wäre alles gut, aber ich hatte dann nach und nach immer mehr Essanfälle und habe dann versucht, irgendwie darüber zu regulieren, diese Emotionen, die in mir waren, weil ich konnte einfach gar nichts mehr wahrnehmen. Ich war eigentlich sehr gefühlskalt in der Zeit. Ich habe sehr wenig geweint, ich habe sehr wenig gelacht. Es war eigentlich immer so auf einem Level, meine Gefühle, wenn ich die überhaupt wahrgenommen habe. Genau, und das habe ich dann, ich habe gedacht, gut, ich kriege das schon irgendwie reguliert, indem ich wieder Diäten mache. Und dann war es halt irgendwann so, dass ich dann Diät gemacht habe, wieder abgenommen habe, dann wieder Essanfälle hatte, phasenweise, und wieder zugenommen habe. Und am Ende war es so, dass ich dachte, gut, im Schnitt bleibt mein Gewicht ja irgendwie gleich. Dann passt das so. Und für mich war dann das Thema auch abgeschlossen. Ich dachte, gut, dann, ich bin halt irgendwas, ich schaffe das nicht aus dieser, also ich schaffe es nicht, mich zurückzuhalten. Ich esse einfach viel zu viel. Ich habe mich nicht unter Kontrolle, aber wenn ich das Gewicht so halte, okay, dann ist das jetzt so mein Leben. Und das hatte ich eigentlich schon bis dahin akzeptiert. Und dann hat eine gute Freundin Soul Food gemacht. Und ich wusste das erst gar nicht. Und ich hatte sie kurz bevor sie mit Soul Food gestartet ist, getroffen. Und dann irgendwann nach 2, 3 Monaten wieder. Und es war aus meiner Sicht ein komplett veränderter Mensch. Und ich hatte ja bis dahin auch schon andere Therapien gemacht und ich dachte einfach, sowas zu heilen geht gar nicht oder da rauszukommen und oder überhaupt, ich hatte gar nicht ich dachte, dass ich einfach so bin, wie ich bin, also dass auch meine Lebensfreude, die war ja auch nicht mehr da, ich dachte, das wäre normal, dass man irgendwie keinen Spaß im Leben hat, aber das hat mir eben diese Freundin gezeigt, dass es auch anders ging. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, hätte ich das nicht gesehen, so mit meinen eigenen Augen, hätte ich es wahrscheinlich auch nie geglaubt und wahrscheinlich wäre ich auch nie zu Soulfood gekommen, weil die Erfahrungen, die ich mit Therapien gemacht habe, einfach bisher echt nicht gut waren. Aber durch dieses, mit dem eigenen Auge sehen, was ich so tun kann, habe ich mir gedacht, ich könnte es ja mal ausprobieren. Ohne jetzt wirklich zu denken, dass ich das auch schaffen kann, weil warum soll ich das schaffen? Ich bin ja ein schwacher Mensch und habe ich mich dann einfach mal beworben und so bin ich dann zu Soulfood gekommen. Ja. Wow, also ich bin gerade echt sehr, sehr tief berührt. Also ich glaube, so geht es wahrscheinlich auch nicht nur mir gerade, sondern danke für deinen Mut, das gerade zu teilen und auch diese super
persönliche und tiefe und natürlich auch schmerzhafte Erfahrung mit deiner Mutter mit uns zu teilen und dass du dich gerade hier so ja, nackig machst und wow, ich bin echt gerade Tränen in den Augen und es ist so, so wunderschön. Also danke an dieser Stelle erstmal, dass du ja all das mit uns teilst. Und was ich mich währenddessen gefragt habe, ist, du hast jetzt natürlich nach all der Aufarbeitung mit den Themen, weißt du natürlich ganz klar, okay, ich war da in einem Kontrollverlust, ich war in einer Ohnmachtssituation, dann brauchte ich das Thema eigentlich. War dir das davor schon bewusst und du wusstest nur nicht, wie du damit umgehen sollst, oder war das für dich eine neue Erkenntnis? Es war eine absolut neue Erkenntnis. Also hätte man mich damals gefragt, ich hätte einfach nur gesagt, ja, ich bin nicht diszipliniert genug, ich habe mich nicht unter Kontrolle und ich bin auch einfach nicht stark genug, weil ich bin auch so aufgewachsen, dass man Stärke zeigt, wenn man eben so gar nichts an sich ranlässt nach außen hin, also auch keine Emotionen zeigt, dann ist man stark. Und innerlich wusste ich, dass es mir überhaupt nicht gut ging, aber nach außen hin habe ich eben die Stärke gezeigt und ja, ich dachte eben, dass man dadurch alles regeln kann und dass ich habe da gar nicht weiter darüber nachgedacht, dass da wirklich was anderes hinterstehen kann. Ich dachte wirklich, dass die Essstörung mein Problem ist. Ja. Darf ich dich mal fragen, du hast ja gerade auch gesagt, du warst sowohl stationär in der Klinik als auch sonst in Therapien. Was habt ihr da gemacht? Also in der stationären Therapie ging es, glaube ich, in erster Linie wirklich ums Zunehmen. Es gab dann auch Austausch in der Gruppe mit anderen, aber es ging niemals um die Ursache, sonst hätte ich diese Erkenntnis ja vielleicht mal gehabt. Es ging nie darum, es ging immer nur, nimmst du zu, dann musste man Gewichtsverträge abschließen, dass man zunimmt. Man wurde danach bemessen, ob man auch weiter da bleiben darf oder nicht. Und es wurde eigentlich gar nicht auf das Innere geschaut. Also es ging wirklich, wirklich nur darum. Dann wurden die Blutwerte kontrolliert. Das ist natürlich auch verständlich, aber ich hatte da nicht einmal so eine Aha-Erkenntnis, dass da vielleicht mal was anderes hinterstecken könnte. Und genauso war es auch dann bei der ambulanten Therapie. Ich dachte bis dahin wirklich, die haben mich auch darin bestärkt, die Essstörung ist mein Problem. Und dann ist die Identifikation noch stärker geworden. Genau, ja. Du hast gerade gesagt, du hast es dann eigentlich so hingenommen und gedacht, ich bin halt so. Kannst du für dich noch nachvollziehen, wann du wirklich verstanden hast, dass du das nicht bist, sondern dass es etwas ist, was du mitgenommen hast auf deinem Lebensweg sozusagen, was du auch wieder loslassen kannst? Ja, das war auch, glaube ich, direkt in der ersten Woche oder vielleicht sogar am ersten Tag von Soul Food, wo es darum ging, was kann da eigentlich hinterstecken? Und von da an, also seit Tag 1, hat sich meine Denkweise darüber einfach komplett verändert. Seitdem weiß ich, dass da komplett andere Themen dahinter stecken und das auch, also so sehe ich das heute, diese Essstörung, ich bin dankbar dafür, dass ich sie hatte, weil ich glaube, hätte ich sie nicht gehabt vorher, wenn ich das mit heute vergleiche, was ich heute für eine Lebensqualität habe, weil ich so bewusst lebe und so Momente auch genieße und einfach nur ein wunderschönes Leben habe, ich bin einfach wirklich glücklich und hätte ich das vor dieser ganzen Essstörung gewusst, also damals bin ich halt davon ausgegangen, okay, man muss nicht 100% zufrieden mit seinem Leben sein. Man muss irgendwie da durch. Man muss das durchziehen, das Leben. Also man muss, was weiß ich, den Job durchziehen, die Uni durchziehen. Man muss alles durchziehen. Und ja, durch diese Essstörung wäre ich wahrscheinlich ohne die wahrscheinlich auch nicht jetzt hier an diesem Punkt, dass ich überhaupt mich mit mir selbst überhaupt so auseinandergesetzt hätte. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele andere Menschen auch an diesem Punkt sind, dass sie sich einfach noch nicht mit sich auseinandergesetzt haben und gar nicht wissen, was da alles noch möglich ist im Leben, wie viel Lebensqualität man dazu gewinnen kann, wenn man einfach nur ja, sich selbst entdecken lernt und ja, auf sich hört und danach lebt, was einem gut tut. Und das ist alles möglich. Und auch dieses, ich muss das jetzt machen, ich finde das so. Man muss ein paar Sachen machen, man muss vielleicht auf Toilette gehen oder man muss vielleicht mal einen neuen Personalausweis beantragen, wenn er abgelaufen ist. Aber die Frage ist ja auch noch, wenn ich was wirklich muss, ist das auch die Wahrheit? Muss ich das wirklich? Und wenn ich es wirklich, wenn es wirklich, wirklich, wenn ich bei meiner Wahrheit bin,
wenn ich es muss, wie mache ich das? Das ist ja auch noch die Frage. Gehe ich jetzt im Stress und Druck zum Bürgerbüro und beantrage diesen zwischen Tür und Angel diesen Personalausweis oder lasse ich mir eben Zeit und plane mir das alles ein, kümmere mich um mich selbst, genieße auch vielleicht die Zeit danach mit einem Kaffee und behandle mich nicht so, als wenn das so ein Termin ist auf meiner ewig langen To-Do-Liste und bin einfach nur gestresst durchs Leben. Also ja, ich denke einfach über so viele Dinge ganz anders und ich bin nur so dankbar dafür. Ja. Ich weiß nicht, ob ich heute so besonders emotional bin oder ob du einfach nur eine ganz tiefe Art hast, gerade mich zu berühren, aber ich habe fast durchgehend echt Tränen in den Augen. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du das gerade teilst. Das ist wunderschön. Frage, ich glaube, ich finde es wunderschön, was du gerade sagst mit dem, was denken wir eigentlich alles zu müssen und was stimmt das überhaupt? Was reden wir uns da eigentlich selber ein? Wenn ich jetzt die Maike von früher vor mir sitzen hätte, was würde die Maike denken, was sie alles tun muss, bei der die heutige Maike eigentlich weiß, das ist doch Quatsch, ich muss überhaupt nicht. Ja. okay, also, wenn ich heute hier sitzen würde mit meinem früheren Ich, würde jetzt erstmal denken, okay, ich muss noch die Wäsche waschen, Spülmaschine aus. Ich muss noch zum Sport, ich habe mich heute noch gar nicht bewegt. Ich muss schauen, dass ich irgendwas ja, koche, was in den Kalorien bleibt. Ich muss mich vielleicht auch noch bei meinen Großeltern melden. Ich muss schauen, dass irgendwie ja, die Konflikte in der Familie vielleicht noch irgendwie zusammengehalten werden. Also, dass man die Familie zusammenhält. Ich muss Verantwortung für meinen Bruder übernehmen. Ich muss. Weil ich könnte diese Liste ewig lang fortführen. Ich muss, und was ich gleich aber wirklich machen werde, ist einfach mich hinsetzen und das Revue passieren lassen, was gerade passiert. Also das ist das, was ich jetzt gleich machen werde und was mir Energie schenkt. Und alles andere, ich sage mir auch immer, wenn so Momente hochkommen, wo vielleicht noch so alte Gedanken kommen, du musst das jetzt machen, dann denke ich immer, ich muss gar nichts machen. Und das sage ich mir dann auch. Und dann, man weiß es ja auch eigentlich, wenn man auf sich hört, dass man es gar nicht machen muss. Es gibt ja eigentlich nur der richtige Weg ist, wenn man auf sich hört. Und wenn einem selbst bewusst ist, okay, sowas muss ich jetzt gerade gar nicht machen. Ich darf mich um mich kümmern. Ich darf mir selber Liebe schenken jetzt. Und ich darf mir die Aufmerksamkeit schenken. ich finde das Thema auch irgendwie, ja, sehr emotional, weil ich weiß halt noch ganz genau, was ich da so. Also allein dieses Müssen und irgendwas durchziehen, wie wenig das mit Selbstliebe und Selbstfürsorge zu tun hat. Und wie, ich dachte halt, das wäre absolut normal. Alles durchziehen, alles machen müssen, was irgendwer von einem fordert. Oder meistens sind es ja auch die eigenen Gedanken, wo man denkt, man muss das jetzt machen. Aber es kommt halt von einem selbst. Und man selbst hat es auch in der Hand, davon wegzukommen. Und man muss gar nichts. Außer auf Toilette gehen und Personal beantragen. Also es ist eine komplett andere Denkweise. Ja, ist halt auch so von der Gesellschaft einfach so eingebläut, ne? Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Frauen und mich eingeschlossen immer das Gefühl haben, wenn wir anfangen, uns nicht mehr zu triezen und uns durchzuprügeln und all das zu machen, was wir denken, tun zu müssen, dass man dann halt irgendwie faul wird, ne, oder sein Leben nicht mehr im Griff hat. Aber eigentlich passiert ja genau das Gegenteil. Ne? Du beginnst einfach den Weg des Herzens und den Weg der Liebe zu gehen. Und ich glaube, super, super schön und so viel Mehrwert, was du gerade nochmal mitgibst, wo ganz viele Frauen bestimmt gerade mal für sich nachdenken können. Was denke ich eigentlich den ganzen Tag, was ich machen muss? Und bin damit natürlich gleichzeitig auch nur gedanklich in der Zukunft. Na, wie empfindest du das denn heute? Das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz großer Switch, wenn du anfängst, von der Zukunft und all den Gedanken und dem Kampf, was du denkst, tun zu müssen, etc., wieder ins Fühlen und ins Heute und ins Hier und Jetzt kommst. Oh, also, wenn ich jetzt vom damaligen Ich rede, also die Person, also ich musste ja ganz viel machen, also musste ich ja auch das Ganze irgendwie durchplanen und dann auch schauen, dass ich das alles unterbekomme und dass ich wirklich alle To-Dos an dem Tag auch abarbeite und also quasi den Tag abarbeite.
Und da habe ich natürlich auch ganz weit in die Zukunft geguckt und gesagt, das und das und das muss ich dann und dann machen und habe da gar nichts dem Zufall überlassen und ja, mich komplett auf Sachen vorbereitet. Zum Beispiel jetzt auch, wenn ich, ja gut, ich hatte noch nie ein Podcast-Interview, aber normalerweise hätte ich mich wahrscheinlich stundenlang darauf vorbereitet und hätte mir alle möglichen Notizen gemacht und ständig oder säße hier mit Notizen und hätte das alles wahrscheinlich auch noch so ein bisschen abgelesen. Aber jetzt folge ich einfach nur meiner Intuition und ich weiß halt auch, also ich hatte auch einen besonderen Moment während der Soulfood-Zeit, wo mir wirklich bewusst wurde, dass alle Gedanken und Gefühle, die zu mir kommen, wenn ich ja mein wahres Ich lebe und wenn ich bei mir bin und mit mir verbunden bin, alle Gedanken und Gefühle haben ihren Sinn und wollen mir was sagen, sind ein Zeichen oder wollen sagen, Maike, schau doch jetzt mal auf dich oder vielleicht denk doch noch mal darüber nach. Und so lebe ich halt auch gerade. Ich plane gar nichts. Ich weiß nicht, was morgen der Tag bringt. Keine Ahnung. Ich mache das morgens meistens in der Morgenroutine, dass ich überlege, worauf hätte ich denn heute Lust? Aber das ist auch nicht in Stein gemeißelt, weil ich immer noch in dem Moment selbst überlege, habe ich darauf jetzt wirklich Lust? Also wenn ich morgens denke, ich könnte ja heute Abend mal, weiß ich nicht, zum Tanzkurs gehen und dann aber merke am Abend, ich habe jetzt irgendwie doch eher Lust, vielleicht ein Buch zu lesen oder mich in die Badewanne zu legen, dann mache ich das einfach und bin halt so gar nicht mehr darin, in diesem Plan-Denken, dass ich das jetzt machen muss, sondern ja, ich lebe einfach so in dem Moment und das schenkt so viel Energie, weil man ja genau das macht, was man sich auch gerade wünscht oder was einem gut tut. Ich hatte auch viele Tage, wo ich so gar keine Energie mehr hatte, wo ich abends da ja einfach nur noch fertig ins Bett gegangen bin. Und ich dachte halt, das ist normal, weil ja, man hat ja viel gemacht. Also ich mache jetzt wahrscheinlich noch ähnlich viele Sachen, aber eben andere Sachen und nicht vorherbestimmte Sachen. Und bin abends immer noch voller Energie. Und es ist einfach ein komplett anderes Leben gerade. Ja. Für die Frauen, die gerade zuhören und so denken, ja, das hätte ich auch gerne, aber ich bin so getrieben und ich hänge den ganzen Tag in meinen To-Do-Listen drin und so, denn ich weiß, wie vielen es so geht. Was würdest du denn sagen, was hat diesen Shift wirklich bei dir gebracht? Was hat sich in dir verändert, dass du das jetzt heute leben kannst und nicht mehr getrieben bist von diesem Druck in dir? Ich würde sagen, ich war absolut ehrlich zu mir und habe wirklich mal geschaut, so ist das das Leben, was ich weiterführen möchte? Oder gibt es vielleicht auch noch ein Leben, was mir mehr Energie gibt, was mich erfüllt? Und ja, ich habe dann tatsächlich einfach, ich habe glaube ich gerade einen Faden verloren. Gar kein Problem. Okay, kannst du die Frage vielleicht nochmal stellen? Ja, ich weiß das, dass sowohl die Frauen, die mit Soulfood beginnen, als auch viele Frauen, die natürlich zuhören, ich würde sagen, das ist allgemein so ein Thema, was wir mitbekommen haben, einfach aus unserer Leistungsgesellschaft, dass wir denken, eigentlich den ganzen Tag tun und machen zu müssen. Und ich weiß, dass viele Frauen schon an dem Punkt sind, dass sie sagen, ich will das eigentlich nicht mehr, aber sie schaffen es nicht loszulassen. Was würdest du sagen, warum hast du das geschafft, das für dich so sehr zu shiften? Ja, ich war absolut ehrlich zu mir. Damit hat es begonnen. Also ich habe geschaut, ist das jetzt, also wenn man jetzt bei der Sache, was man machen muss, es sind ja viele Sachen, die man machen muss, muss ich das wirklich machen? Ist das jetzt gerade etwas, was ich für mich mache, weil ich das möchte oder denke ich gerade, dass es irgendwer anders von mir möchte? Und es gibt, also das weiß ich auch, man selbst ist halt die Person, die sein eigenes Leben in der Hand hält. Das kann niemand anderes für einen machen. Also man muss anfangen, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und zu schauen, wirklich, gibt es Dinge, die kann ich verändern in meinem Alltag? Es gibt vielleicht auch, man kann nicht sagen, so, ich mache jetzt einfach gar nicht mehr die Wäsche oder was weiß ich, den Haushalt oder ich mache das nicht mehr. Es gibt natürlich auch Sachen, die man vielleicht gar nicht so machen möchte unbedingt, aber die halt irgendwie anstehen, die gehören ja dazu. Aber die Frage ist ja, wie mache ich das? Wie gehe ich dabei mit mir um? Und die Sachen, die ich nicht unbedingt machen muss, also muss es unbedingt perfekt sauber hier in der Wohnung sein
Oder muss unbedingt diese Wäsche jetzt gewaschen werden? Muss das jetzt in diesem Moment passieren? Das habe ich mir jetzt super häufig die Frage gestellt. Ich habe mich einfach im Alltag auch beobachtet und geschaut, wie gehe ich mit mir um? Also was ist gerade, was mache ich gerade? Ist das wirklich das, was ich machen möchte in diesem Moment oder eben nicht? Und es gibt einfach auch für alles Lösungen, also wirklich für alles. Und es war auch häufig so, dass ja, die Kommunikation mit anderen auch die Lösung war, um aus manchen Sachen rauszukommen, weil es sind halt auch viele Sachen, wo man sich denkt, man ist dafür verantwortlich oder man muss das machen. Aber dann wirklich mal in die Kommunikation mit der Person zu gehen, wo man sich für verantwortlich fühlt, von der man denkt, dass sie denkt, dass man das machen muss. Einfach mal wirklich das offen anzusprechen, das löst halt auch schon so, so viel und das nimmt so den Druck raus. Und das habe ich halt auch in so vielen Situationen erfahren, dass diese ganzen, ja, Sachen, die ich dachte, machen zu müssen, dass es da entweder Lösungen für gab oder dass ich das wirklich nur von mir selbst kam, diese Gedanken, ich muss das machen. Aber ich habe dann einfach angefangen, es nicht mehr zu machen. Es ist nichts passiert. Also mir ging es einfach nur deutlich, deutlich besser. Also ich kann das nur jedem raten, vielleicht mal so wirklich aus der Vogelperspektive, so sich im Alltag zu beobachten und zu schauen, wirklich, muss ich das wirklich machen? Möchte ich das wirklich machen? Das können ja auch die großen Dinge sein, wie zum Beispiel Arbeit. Möchte ich das weitermachen? Oder nicht? Oder ja, möchte ich hier weiter wohnen bleiben? Also diese großen Fragen kann man sich ja auch stellen, aber auch kleine Alltagssituationen. Und wenn man da absolut ehrlich zu sich ist, dann findet man eine Lösung und dann wirklich schafft man es nach und nach, wirklich mehr Energie aus seinem Alltag zu schöpfen. Ja, du lebst und beschreibst so wunderschön gerade diesen Prozess, wieder in die Schöpferrolle zu kommen. Na, also wirklich wieder ganz bewusst sein Leben zu leben und sich zu fragen, ist es wirklich das, was mich glücklich macht? Egal, ob es jetzt die großen Dinge sind oder die kleinen Dinge, lebe ich eigentlich das Leben, was mich glücklich macht? Und wenn die Antwort nein ist, dann läuft hier irgendetwas verkehrt und dann darf ich irgendwas für mich verändern. Super, super schön. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist auch in die Kommunikation gegangen. Wie hat denn dein Umfeld allgemein auf deine Veränderung reagiert? Also mein Umfeld hat sich generell auch verändert. So, es sind auch Menschen aus meinem Leben gegangen, die habe ich losgelassen, auch Freundschaften, die ich losgelassen habe, weil ich natürlich auch das reflektiert habe. Und es sind Menschen dazugekommen. Und die zieht man ja automatisch an, wenn man etwas ausstrahlt. Und ich habe gar nicht viel gesagt, was sich so in mir getan hat, weil ich habe es einfach auch ausgestrahlt und man hat es gemerkt, wie ich allein schon von meiner Energie, die ich ausstrahle und wie glücklich, weil ich laufe eigentlich nur noch mit einem Lächeln durch die Gegend, weil ich einfach nur happy bin. Und ja, ich kriege da einfach so viel zurück, auch von meinem Umfeld. Ja, vor allem Liebe und auch überhaupt dieses zu sagen, ich freue mich einfach für dich, dass du diesen Weg gegangen bist und viele können sich ja gar nicht vorstellen, was das überhaupt bedeutet, aber sie sehen es halt. Und ja, ich kann nur sagen, dieses Öffnen auch, es hat manchmal Überwindung gekostet, weil es waren halt auch Themen dabei, die nicht so einfach angesprochen werden konnten. Aber ich habe nur positives Feedback bekommen. Und wenn, ich meine, ich denke, ich habe zwar kein negatives bekommen, Feedback, aber wenn es negativ ist, dann ist das ja auch ein Zeichen wofür vielleicht. Darf ich die Person loslassen in meinem Leben? Oder darf ich selbst nochmal was hinterfragen? Also es hat ja alles seinen Sinn. Und genau deshalb, also ich habe, also ja, das gibt es wahrscheinlich auch Negatives, aber ich habe durchweg positives Feedback bekommen. Und alle freuen sich so unglaublich, weil sie haben ja auch mitbekommen, auch wenn ich nicht offen darüber gesprochen habe, aber sie haben ja mitbekommen, wie sehr ich gelitten habe in den letzten Jahren. Und tatsächlich habe ich auch schon das Gefühl, dass sich andere durch das, was ich jetzt anders lebe, sich auch verändern und ein paar Sachen auch annehmen für sich selbst. Und das finde ich wunderschön, weil ich möchte das niemandem aufdrücken. Ich denke, jeder muss diesen Weg oder darf diesen Weg für sich gehen. Aber allein schon, dass ich ohne irgendwas großartig zu machen, einfach nur durch diese Ausstrahlung andere zum Nachdenken bringe über ihr eigenes Leben und vielleicht nochmal dazu bewegen kann, dass sich was ändert. Das gibt mir auch sehr, sehr viel. Also ich finde das mega schön.
Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Also auch in mir löst du was ganz, ganz Schönes aus. Das habe ich dir jetzt auch schon zum dritten Mal gesagt, aber ich muss es einfach nochmal wiederholen, weil ja, man merkt einfach, dass du innerlich total losgelöst bist. Ja, und ich habe das Thema Umfeld jetzt gerade auch nochmal angesprochen, weil ich weiß, dass hier natürlich auch viel, auch wenn es auf einer unterbewussten Ebene passiert, dass ganz viele eigentlich Angst haben zu enttäuschen oder Erwartungen nicht zu erfüllen und deswegen sich ganz häufig zurückstellen oder sich anpassen oder gar nicht richtig sie sind. Und deswegen finde ich das nochmal so schön, gerade auch zu hören von, wir denken das, aber wenn wir wirklich auch in die offene Kommunikation gehen und teilen, was in uns ist, dann machen wir eigentlich, und so habe ich es schon in so vielen Fällen mitbekommen, positive Erfahrungen. Und wie du sagst, wenn die Menschen aber negativ darauf reagieren, dann gehören die eigentlich eh nicht zu mir. Na, super, super schön. Ja, vielleicht auch nochmal so eine ganz allgemeine Frage. Du hast zwar schon super viel erzählt, aber vielleicht gibt es ja etwas, was du noch an diesem Punkt mit einbringen möchtest. Was hat sich seitdem alles so verändert? Oh, okay. Alles? Also, wow, da fange ich, wo soll ich denn da anfangen? Ich fange mal an bei dem Thema Arbeit. Ich bin in Soul Food gestartet und dachte, irgendwie ist das nicht das Richtige für mich. Aber ich habe eben auch durch Kommunikation mit meinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch durch das eigene Umdenken und Sachen beobachten und reflektieren, meine Denkweise dazu komplett geändert. Und jetzt mache ich meinen Job sehr gerne. Ich weiß zwar ganz genau, dass es wahrscheinlich nicht auf ewig so weitergeht, weil mir doch noch irgendwas fehlt. Aber jetzt gerade bin ich einfach nur happy. Und das wäre vorher gar nicht möglich gewesen. Und ich wäre auch, glaube ich, dann in dieser Opferrolle geblieben und hätte da wahrscheinlich auch nichts dran geändert, weil ich dachte, ich muss es durchziehen so. Also von daher, die Arbeit zum Beispiel hat sich jetzt gar nicht geändert nach außen hin, aber in mir drin hat sich sehr, sehr viel geändert. Und genauso, nach außen hin hat sich vielleicht wirklich sonst auch, ich wohne noch da, wo ich vorher gewohnt habe, aber ich lebe hier total gerne. Und das Zusammenleben ist auch viel, viel schöner geworden. Ich habe ja eben auch schon gesagt, ich habe mega viel Energie. Also ich habe keinen Tag mehr, wo ich mir denke, boah, heute mache ich gar nichts. Sondern ich spüre schon morgens, was ich gerne machen möchte. Und dann mache ich es einfach und dann lebe ich mein Leben und genieße das. Und ich lebe einfach im Moment und nehme auch so viel wahr und so viele. Ich habe halt auch angefangen, Zeichen wahrzunehmen. Also ich mittlerweile wirklich jeden Tag nehme ich Zeichen wahr, die mir irgendwas sagen wollen. Und ich genieße das auch irgendwie voll, weil man sich dadurch nur noch mehr weiterentwickeln kann. Und ich genau weiß, alles kommt so, wie es kommen soll. Und ich bleibe einfach bei mir. Und deshalb, ich habe halt auch nicht mehr diese Unsicherheit vor der Zukunft. Also ich weiß zum Beispiel, ich bin mir dessen bewusst, dass ich mir vertrauen kann. Ich weiß, wenn jetzt nochmal was, weiß ich nicht, nochmal ein Schicksalsschlag kommt oder sonst was, in mir das Fundament ist einfach so stabil und ich weiß, wie ich mit mir umgehen darf und ich weiß auch in Situationen, wie ich die am besten verarbeiten kann und indem ich einfach auf mich selbst höre und alles wahrnehme, alle Gedanken, alle Gefühle wahrnehme und da sein lasse und also ich habe so ein absolutes Sicherheitsgefühl auch, also in mir, weil ich mein eigenes stabiles Fundament bin. Und weiß ich nicht, die Freundschaften, die sind auch intensiver geworden, ich war super schüchtern. Es war einer der größten Dinge, die ich so im Kopf hatte. Ich bin schüchtern, ich bin einfach schüchtern. Und das habe ich auch abgelegt. Und das wirkt sich natürlich auch auf alle Bereiche aus. Und Freundschaften, wie auch generell Leute kennenlernen, das kann ich jetzt einfach. Oder Freundschaften, die Gespräche sind einfach sehr, sehr tief und geben mir auch sehr viel zurück. Und ja, also irgendwie ist es so ein intensives Lebensgefühl, was ich habe.
so wunderschön. Und ja, also ich könnte jetzt Stunden weitergehen, was ich alles verändert habe, aber so mit einem Satz, es hat sich einfach alles zum Positiven verändert und ich wusste nicht, dass es sich verändern kann. Ich wusste nicht, was da überhaupt möglich ist. Aber jetzt weiß ich es und es ist unbeschreiblich schön und ich weiß, es geht nur noch weiter. Ich kann mich immer noch weiterentwickeln, ich kann an mir wachsen und ja, also es ist super schön. So schön, da sind wir genau bei dem Thema, ne? Von innen nach außen. Und wie viele Menschen arbeiten eigentlich nur daran, irgendwie doch noch was im Außen was zu verändern, weil sie denken, da stimmt was nicht. Und das finde ich so schön, dass du es gerade nochmal sagst. So eigentlich hat sich gar nicht meine Arbeit verändert und auch nicht mein Wohnort jetzt so, aber in mir ist es so anders, dass es sich komplett anders anfühlt. Super schön. Ja, Maike, möchtest du, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch ansprechen würdest, was du gerne noch teilen möchtest? Ja, ich würde noch was zu Soul Food an sich sagen. Also ich habe ja auch anfangs gesagt, dass ich so kein Vertrauen hatte, weil ich ja schon schlechte Erfahrungen mit Therapien gemacht habe. Aber Soul Food ist einfach überhaupt nicht vergleichbar mit einer normalen Therapie. Und das ist mir auch jetzt wichtig zu sagen, weil ich glaube, viele haben vielleicht auch noch Zweifel, aber das ist wirklich was und da hätte ich auch nie gedacht, dass ich das jetzt mal sage und dass es wirklich möglich ist, aber Soul Food kann ein Leben verändern und es ist so viel möglich damit und man hat einfach so viel, also Soul Food, das geht zwar 12 Wochen lang, aber man lernt fürs ganze Leben dazu und man hat danach Werkzeuge an der Hand und so ein Fundament, womit man eigentlich alles im Leben schaffen kann und ja, positiv in die Zukunft schauen kann und das ist ein komplett neues Lebensgefühl, ein total intensives, wunderschönes Lebensgefühl und ja, ich kann es nur sagen, Soul Food wirklich, es hat mein Leben verändert und ich weiß ganz genau, dass es auch das Leben von vielen anderen schon verändert hat und auch verändern kann und ja, ich möchte einfach nur sagen, da darf man auch drauf vertrauen, wirklich, wenn man schon viel erlebt hat, wirklich unbeschreiblich, was da in einem in Gang gesetzt wird. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, Maike, auch hier nochmal. Du hast mir erneut Tränen in die Augen gebracht. Ja, was würdest du denn sagen an dieser Stelle? Was ist das? Wir haben ja darüber gesprochen, du hast am Anfang gesagt, du hast einen Schicksalsschlag gehabt, du hast gelernt, mit deinen Emotionen klarzukommen und so weiter. Was war das im Endeffekt, was dich so losgelöst hat von diesem Schmerz? Ja, weil ich glaube, hier sind viele, viele Frauen, ich weiß, die haben auch, die nehmen wir alle mit, alte Seelenwunden, ne? Unseren Rucksack mit alten Verletzungen und alten Traumata. Und du hast am Anfang so schön beschrieben halt, dass auch du dadurch so sehr gelenkt wurdest. Kannst du den Frauen an dieser Stelle vielleicht kurzes mitgeben, die sich genau an dieser Stelle gerade befinden und sich gerade so denken, hey, wie hat Maike das gemacht? Ja, also noch ganz kurz, also ich habe gesagt, meine Mama ist, war nicht mehr da, also sie lebt noch, aber ist jetzt nun, ja, behindert oder sehr eingeschränkt. Genau, und das war eben, es war eine ganz, ganz schlimme Situation, in der ich so, ja, eigentlich nur daran gedacht habe, dass es irgendwie weitergehen muss und irgendwie alles weitergehen ja soll, ich weiter zur Schule gehe, mich die Aufgaben meiner Mama übernehme und Emotionen hatten da gar keinen Raum und auch keinen Platz und ich habe die dann ja wie weggeschlossen, also man kann sie ja nicht in Luft auflösen, sie bleiben ja und genau, das hat sich dann halt immer mehr aufgestaut, weil die Zeit danach, ich habe keine Emotionen zugelassen und ja, das sammelt sich halt an und vielleicht ist man sich dessen gar nicht bewusst, dass die dann noch da sind. Aber das war auch so eine Erfahrung, die ich in Soul Food hatte. Sie sind noch da und sie wirken sich auf mein jetziges Leben noch aus. Und dann habe ich eben eher angefangen, durch Meditation oder Rückführung nochmal zurück in diese Situation, von tiefem Schmerz zurückzugehen und wirklich diesen Schmerz nochmal zu fühlen, alle Emotionen rauszulassen und
genau, alle Emotionen auch da sein zu lassen. Und habe dann quasi, es war keine schöne Erfahrung natürlich, weil es war sehr, sehr schmerzvoll. Aber es war so eine Befreiung, alles rauszulassen und auch rauslassen zu können und wirklich damit abzuschließen. Also ich habe sie nicht nur rausgelassen, ich habe auch nochmal, ja, es kommt natürlich auf den Schmerz an, aber ich habe mich jetzt mit meiner Mama auch nochmal verbunden, bin nochmal zurück in die Situation, in schöne Situationen und ja, weiß halt auch oder habe mir bewusst gemacht, dass meine Mama immer noch da ist. Also diese alte Version von ihr, die trage ich in meinem Herzen, in meinen Gedanken und ich kann jederzeit zu ihr zurückkommen und jederzeit mit ihr reden und ja, ich habe dadurch eben noch mehr damit ja, sozusagen abschließen können mit dieser traumatischen Erfahrung. Und ja, also ist es eigentlich ja leicht gesagt, aber diese Emotionen rauszulassen, das ist der erste Schritt, um wirklich damit abschließen zu können. Und ich war mir dessen auch gar nicht bewusst, dass ich so, dass ich dachte, ich hätte das aufgearbeitet, weil ich danach noch mit ja, Freunden darüber gesprochen habe. Aber so wirklich verarbeitet war es eben nicht. Und ich habe es jetzt nochmal nachverarbeitet und nachgefühlt. Und ja, diese Verletzungen haben sich halt auch in der Gegenwart so ausgedrückt, dass ich nochmal, dass vielleicht so Flashbacks kamen, dass Erinnerungen an diese Zeit zurückkamen. Oder auch natürlich mich Dinge oder Glaubenssätze dann von da an begleitet haben. Und das gehört ja auch alles mit dazu, zu dieser Aufarbeitung. Was hängt damit zusammen? Was hat sich seitdem verändert? Wie denke ich, wieso denke ich jetzt anders? Und ist das wirklich so, dieser Glaubenssatz, ist das ein destruktiver Glaubenssatz oder ist das einer, der mich bekräftigt? Und es ist ein großes Thema, diese Aufarbeitung, aber ja, der erste Schritt, wirklich die Emotionen zuzulassen, da sein zu lassen und dann wirklich in die Aufarbeitung zu gehen. Und ja, vielleicht kann man da auch nochmal, also mir war es, wie gesagt, nicht bewusst, vielleicht kann man da auch nochmal, wenn das jetzt jemand hört, und vielleicht, es muss ja, also jeder hat ja auch ein individuelles Empfinden, was jetzt schmerzvoll war oder traurig war oder ja, jeder hat auch andere Situationen erlebt. Ich will mich da jetzt auch nicht vergleichen und das bringt auch nichts, aber vielleicht geht man einfach mal nochmal in sich und überlegt, habe ich das wirklich alles aufgearbeitet? Waren damals alle Emotionen, die kamen, habe ich die auch rausgelassen? Und wenn nicht, glaube ich, kann es sein, dass es eben nicht aufgearbeitet ist und dass es einen auch unbewusst heute noch begleitet. Und ja, deshalb, wenn ihr das hört, ich fände es super, wenn ihr das nochmal, wenn ihr da nochmal drüber nachdenkt. Weil ich, mir gesagt, wie gesagt, mir war es nicht bewusst und seitdem wurde mir so eine Last von den Schultern genommen. Das war auch nochmal so ein neues Level in meinem Leben seitdem. Ja, da sprichst du ein unheimlich großes und so wertvolles Thema an, weil du hast natürlich jetzt auch noch wirklich einen sehr, sehr schmerzhaften, eine schmerzhafte Erfahrung in deinem Leben gemacht. Und wenn wir nicht diese Themen aufarbeiten, wenn wir nicht wieder in den Kontakt mit diesen Emotionen gehen, ich sage immer gerne, dass diese Emotionen, dass wir sie ganz tief in eine Kiste in unser Unterbewusstsein stecken und immer versuchen, irgendwie den Deckel drauf zu halten und unser System wird aber immer irgendwie Möglichkeiten der Regulation und der Kompensation suchen, weil gleichermaßen hier halt auch unser Nervensystem eine Rolle mitspielt, unser System in einer Art Überlebensmodus ist. Also es ist ein unheimlich großes Thema, was Maike gerade anspricht und gleichzeitig eins der wichtigsten Punkte, um in dir wieder ganz zu werden. Weil so lange gibt es Persönlichkeitsanteile in dir, die du halt irgendwann unterdrückt hast und nicht da sein lassen hast. Und dann begegnest du dir eigentlich wieder in der Tiefe selber und hast erst wieder die Möglichkeit, richtig, richtig ganz in dir zu werden mit all deinen Facetten und dann heilt der Teil eigentlich auch ganz schnell, weil diese alten Verletzungen brauchen einfach das Gefühl von Sicherheit, von dass du selbst alles tragen kannst, dass du diese Emotionen tragen kannst. Und ja, deswegen danke, dass du das an dieser Stelle auch nochmal ansprichst. Ist natürlich eine unheimlich tiefe Arbeit, aber eine so, so wichtige Arbeit. Gerade wenn man auch noch, also die Arbeit ist immer wichtig, aber du hast natürlich auch noch ein Thema für dich erlebt, was unheimlich schmerzhaft wahrscheinlich war, wie ich mir vorstellen kann. Und
ja, uns so lange begleitet, auch wenn wir das sehr gerne einfach wegschieben und denken, ist Vergangenheit. Danke auch hier an der Stelle nochmal fürs Teilen. Ich habe übrigens auch gerade gedacht, es ist eigentlich ganz witzig, weil das beschreibt halt so schön, wie unwichtig es eigentlich ist. Aber möchtest du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, was heute mit deinem Essverhalten passiert ist? Weil du hast am Anfang gesagt, du hast Kalorien getrackt und so weiter. Wie sieht es heute aus? Ja, also gut, das Essverhalten ist irgendwie so, hat gar keine, also es hat wenig Raum in meinem Leben jetzt. Also ich habe mich vorher darüber definiert, wie viel ich esse, wie viel ich eben nicht esse, wie viel Kalorien ich verbrauche oder nicht. Und ja, meine ganzen Gedanken haben sich nur darum gedreht. Und erst als ich angefangen habe, so nach und nach davon loszulassen, habe ich gemerkt, was da noch alles ist im Leben, was man, also was es für ein, ja, eigentlich auch trauriges Leben ist, wenn man wirklich in diesen Gedanken gefangen ist und dass der Lebenssinn halt daraus besteht, irgendwie ja, ein Salatblatt abzuwiegen, weil das Leben hält noch so viel mehr bereit und durch diese Essstörung sind mir, oder dieses restriktive Essverhalten, sind mir so viele Erlebnisse auch verborgen geblieben. Also ich habe Treffen mit Freundinnen abgesagt, wenn es irgendwie irgendwas mit Essen zu tun hatte. Ich habe auch sonstige Verabredungen oder Möglichkeiten abgesagt, weil das genau in meine Essenszeitfenster fiel. Oder ja, habe mich auch generell sehr abgeschottet, isoliert oder auch keine Urlaube gar nicht gemacht, weil ich nicht wusste, kann ich da mein Essverhalten weiter durchziehen. Das hat mich so sehr eingeschränkt. Und jetzt heute, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Ich mache das wirklich intuitiv, aber das war nicht der Ansatz bei Soulfood. Also ich habe es nicht gelernt, jetzt, was ich jetzt genau essen muss, um hier, weiß ich nicht, perfekt zu sein, sondern ja, ich habe mich selbst kennengelernt und selbst gelernt, meine Gefühle wahrzunehmen, und so wirkt sich das halt auch aufs Essen aus. Ich weiß genau, wann ich Hunger habe, worauf ich Hunger habe, was mir gut tut. Ich verbiete mir nichts mehr. Ich esse, wann ich will, was ich will, wie viel ich will, einfach nur, was mir mein Körper eben sagt. Und habe gar keine Probleme mehr mit, ja, was weiß ich, restriktivem Verhalten oder auch Essanfällen. Gar nicht mehr. Ich werde auch keine Diät in diesem Leben mehr machen, weil das einfach zu gar nichts führt. Und das ist es einfach nicht wert. Also das Leben hat so viel mehr, was es bereithält. Und wenn man einmal anfängt, von diesem Thema loszulassen und sich wirklich kennenzulernen, dann lebt man sein Leben ja intensiver und hat dann auch wirklich ein lebenswertes Leben. Ja. Finde ich auch so schön, dass wir gerade mal darüber sprechen, weil ich weiß, natürlich am Anfang kommen ganz viele Frauen zu mir und sagen, ich will die Fressanfälle loswerden. Ne? Und am Anfang ist es noch so schwer zu greifen, dass das automatisch mit passiert, wenn du in dir wieder ganz wirst, wenn du wieder in Verbindung mit dir gehst, wenn dein Wert wieder neu verknüpft ist und so weiter. Und vor allen Dingen, du hast es am Anfang so schön gesagt, du diese Kontrolle auch nicht mehr benötigst, weil dein System sich nicht mehr in dieser Gefahr, in dieser Ohnmacht befindet. Deswegen finde ich, musste gerade auch so ein bisschen schmunzeln, als ich gedacht habe, wir haben gar nicht mehr darüber gesprochen. Aber ja, stimmt, das Thema Essen gab es ja auch noch. Ja. Super schön, Maike. Gibt es noch irgendwas an die Frauen, die jetzt gerade zuhören, die sich an dem Punkt befinden, wo du dich befunden hast, bevor du Soulfood gemacht hast, was du ihnen an dieser Stelle gerne noch mitgeben möchtest? Ja, also wirklich, ich habe die ja schlimmsten Erfahrungen in allen Extremen so mitgemacht und weiß, wie es sich anfühlt, und ich weiß auch ganz genau, wenn es euch so geht, ich kann das total nachvollziehen, wenn euer Leben daraus besteht, ja, irgendwelche Zwänge auszuüben, euch klein zu halten, klein zu machen und irgendwas, ja, so ein bisschen auch ein fremdbestimmtes Leben zu führen. Und also jetzt rückblickend, es war so eine traurige Zeit, weil ich, das konnte man nicht mehr Leben nennen. Und es war jetzt ein langer, langer Weg eigentlich, wobei es ja auch nur ein paar Monate waren oder ein paar Wochen, aber natürlich mit viel Arbeit verbunden, mit mir selbst. Und ich gucke jetzt quasi von der anderen Seite, schaue darauf und sehe, wie viel mehr möglich ist und wie toll ein Leben sein kann, abseits dieser Essstörung. Und ja, das ist,
ja, der Schlüssel dazu ist wirklich auch anzufangen, ja, ganz ehrlich zu sich zu sein und wirklich auch mal Sachen zu hinterfragen und ja, nach und nach dann eben, ja, sein eigener bester Freund zu werden. Und das ist ein langer Weg. Es sind, ja, also ich würde das mal so beschreiben wie eine Wanderung, dass man auch mal durch Täler geht, wo es eben nicht so cool ist, oder mal einen Berg hochgehen muss. Ja, muss man, um ans Ziel zu kommen, der eben auch mal anstrengender ist. Aber ja, das Ziel, ein freies Leben zu haben, das ist eine Aussicht. Es ist halt ein, ja, ein Weg, den man alleine gehen muss. Man kriegt hier die Hilfe, man kriegt hier ja, Themen an die Hand, wo man dann auch selber reflektieren kann, selber nachdenken kann. Und ja, ich werde euch sagen, also ich hatte so viele Erkenntnisse, und ich, ja, also ich kann es echt nicht in Worte fassen, was alles möglich ist. Und ja, wenn ihr einmal diesen Weg anfangt und eben wirklich ehrlich zu euch seid, das ist der Schlüssel, weil es bringt nichts. Ich habe das auch gemacht, dass ich vielleicht noch diesen Fitness-Tracker in der Hand hatte und gesagt habe, ja, ich bin ja gar nicht abhängig davon, und das zählt ja, das braucht, also ja, ich lese ja nur die Uhr ab oder so. Aber nee, das ist auch irgendwie sich selbst anlügen. Und genauso in anderen Themen oder anderen Bereichen. Aber wenn man wirklich ehrlich zu sich ist, weil man muss hier keine Fassade aufrechterhalten und kann wirklich mal nach und nach diese Fassade bröckeln lassen und mal wirklich man selbst werden oder man selbst sein, ja, es ist alles möglich. Und ja, also, es liegt an euch, also jetzt anzufangen oder eben, ja, weiterzumachen in diesem Leben. Aber Das ist euer Leben. Also ihr habt nur eins. Genau. Vielen, 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 vielen Dank, Maike. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Mehrwert, wie viel Hoffnung, wie viel Tiefe du gerade geschenkt hast, mitgegeben hast. Ich war selber sehr, sehr häufig ganz, ganz tief berührt. Ich glaube, da hast du noch ganz viele Frauen in dem Moment abgeholt und ihnen das Gleiche geschenkt. Deswegen kann ich nur von ganzem Herzen Danke sagen, dass du hier warst und dass du, ja, dich verletzlich gezeigt hast, dass du dich nackt vor uns gemacht hast und gerade so viel geschenkt hast. Ja, deswegen danke an dich, Maike. Danke an, ja, alle Hörerinnen gerade, und wenn ihr Maike irgendwas fragen wollt oder mitgeben wollt oder so, schreibt mir super, super gerne einfach bei Instagram. Ich leite das dann an Maike weiter, und ja, deswegen einfach nur vielen, vielen Dank, dass du hier warst, und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag und dir, Maike, natürlich auch. Ja, ganz viel Liebe an dich und danke, dass ich hier sein durfte, und ja, hab noch einen schönen Tag, und ja, vielleicht ist das die Folge, die euch jetzt nochmal zu neuen Erkenntnissen führt. Ich hoffe es oder wünsche es euch.